Willkommen zum Zeitfahren in Suzuka. Ihr seht hier meine Hotlap und gleich geht's in die erste Runde. Am Ende der Runde werde ich euch das Setup zeigen, also dann könnt ihr das auch nehmen und gucken, ob ihr da rankommt an meine Zeit. Einen kleinen Fehler habe ich gemacht, aber jetzt hier erstmal Lexaros ein bisschen schon vorne. Der hat einfach ein besseres Setup, würde ich hier an der Stelle sagen. Er wischt die Kurve ganz gut und kann meinen Abstand beibehalten. Hier nehme ich teilweise die Curbs ziemlich stark mit, komme auch links immer auf das Gras. Das ist schon so gewollt. Hier rechts komme ich teilweise auch aufs Gras, diesmal nicht. Jetzt komme ich aber, ihr seht, ein bisschen näher ran an Lexaros. Und auch Shinto jetzt aber leider vor mir. Der hat die Kurve anscheinend noch besser erwischt. Oder sein Setup war noch besser auf die Kurven ausgelegt. Dafür sollte ich aber jetzt in dem letzten Streckenabschnitt einen Vorteil haben. Werde jetzt auch hier gleich rankommen wieder. Ja, also alle Kurven bis jetzt gut genommen. Und ich denke, viel mehr ist nicht drin mit dem Setup. Aber wenn ihr es schafft, da ein bisschen schneller mitzufahren, dann könnt ihr mir gerne mal eine PN schreiben. Ja, jetzt hier vorbei an Shinto. Ich verschalte mich leider kurz und dadurch kommt jetzt Shinto wieder an mir vorbei. Wenn ich mich da ein bisschen mehr konzentriert hätte und mich nicht verschalten hätte, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt hier diese 1-2 Zehntel mehr und würde vor Shinto ins Ziel kommen. Aber wer weiß, vielleicht noch in der letzten Kurve, da ist Shinto nämlich nicht ganz so schnell. Da bin ich jetzt halb vorbei. Der Pfeil ist jetzt weg. Also es könnte sein, dass er, naja, dass er links neben mir. Also ich glaube ganz knapp hinter Shinto. Ja, 300stel, genau, 300stel hinter ihm. Gut, jetzt hier das Setup und ja, das könnt ihr euch einfach angucken. Und ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.